So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mit der Integralrechnung beschäftigen. Wie wir bereits aus der Differentialrechnung wissen, kann man bei den Funktionen bzw. bei Kurven die normalen Rechenregeln natürlich, beispielsweise um die Steigung zu berechnen, aber auch um eine Fläche unter der Kurve zu berechnen, nicht die normalen Rechenregeln anwenden. Ja? Die Differentialrechnung, das haben wir ja gelernt, beschäftigt sich mit der Steigung einer Kurve an einem bestimmten Punkt x. Ja? So, ja, zum Beispiel hier bei 1,5 als Beispiel. So, die Integralrechnung beschäftigt sich nun mit der Berechnung der Fläche unterhalb einer solchen Kurve. Zum Beispiel diese Fläche hier. Ja. So, zum Beispiel in diesem Bereich hier. So, diese Fläche hier. Ja. Man sagt dann, dass wir hier einmal A haben und hier einmal B. A ist in diesem Fall die Untergrenze des Integrals bzw. ja, dieser Fläche. B wäre die Obergrenze. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, hier die Fläche zu bestimmen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man hingeht und hier einfach Rechtecke, ja, hier einzeichnet. Möglichst viele, ja, dass man die dann hier versucht einzuzeichnen, ja, möglichst gerade natürlich, damit man dann hier letztendlich, ja, das ist etwas unsauber, damit man dann durch Aufsummieren dieser Rechtecke, ja, also zum Beispiel hier, dass man dann durch Aufsummieren die Fläche dieses, ja, unter dieser Kurve zwischen diesen beiden Grenzen erfassen kann. Das Problem, was wir da allerdings haben, das sehen Sie dann gleich. Ja, ich vergrößere das Ganze mal. Hoppla. Das sehen Sie dann hier gleich. Wenn das hier unsere Flächen sind, die wir hier dazu zeichnen, ne, wohlgemerkt, die müssen gerade sein. Ne, die müssen möglichst gerade sein. Dann werden Sie feststellen, dass dann hier Lücken entstehen, über die unsere Fläche allerdings nicht hingehen. Ne? Diese Flächen können wir also durch dieses Verfahren nicht erfassen. Das bedeutet, wenn wir diese Flächeninhalte hier A1, ja, das sieht man jetzt wunderbar, wenn man diese Flächen hier jetzt aufsummieren würde, dann könnte man hier näherungsweise könnten wir dann hier den Flächeninhalt dieser Fläche unter dieser Kurve ermitteln. Ideal wäre es natürlich, wenn wir möglichst viele solcher Rechtecke hier drunter zeichnen könnten, denn dann wird diese Ungenauigkeit immer kleiner und wir können es immer genauer erfassen. Das ist natürlich ein Verfahren, welches sehr zeitaufwendig ist und noch nicht besonders genau ist. Aus diesem Grund ersann man einen folgenden Trick. Und zwar macht man Folgendes. Wenn wir zum Beispiel die Funktion haben, f von x ist gleich x Quadrat, ja, das wäre zum Beispiel so die Funktion, die Standardfunktion auch einer solchen Parabel. Ja. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, dann könnte ich diese Funktion f von x als Ableitung betrachten. Ich könnte mir also vorstellen, das wäre jetzt zum Beispiel f' von x ist gleich x Quadrat. So. Und jetzt möchte ich allerdings die Urfunktion wissen, auf die das zurückgeht. Dazu muss ich integrieren. Dazu gibt es genauso wie beim Differenzieren natürlich auch Regeln, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel fangen wir hier einfach mal an, die Potenzregeln oder ja, die Potenzregeln oder machen wir es noch allgemeiner. Wenn ich zum Beispiel eine Funktion hätte, f von x ist gleich 3. Als Beispiel. Ja. Und ich möchte die jetzt integrieren.
Da mache ich das ganz einfach, indem ich jetzt an diese 3 daraus folgt, Groß F, damit bezeichnet man die Stammfunktion von x, indem ich an diese 3 ein x anhänge und zusätzlich plus c schreibe. C ist die Integrationskonstante. Ja, dazu später mehr. Jetzt haben wir das. Jetzt wissen wir also schon mal, wir können hier eine Konstante, können wir schon mal auf die Art und Weise integrieren. Also hier die Stammfunktion bilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion f von x hätte, wie jetzt hier oben x Quadrat, dann bildet sich hier die Stammfunktion folgendermaßen. Ich schreibe es erstmal hier allgemein hin. Also f von x wäre zum Beispiel x hoch n. Dann bildet sich die Stammfunktion groß f von x gleich aus x hoch n plus 1. Das heißt also, zu diesem Exponent wird 1 dazu addiert. Das Ganze dividiert man dann durch n plus 1. Das heißt also, das Ganze wird dann durch den Exponent plus 1 dividiert. Ne? Und anschließend schreibt man hier wieder plus c, also wieder diese Integrationskonstante hin. Ja. Jetzt haben wir das da stehen. So, jetzt werden wir zum Beispiel auch schon mal in der Lage, die obige Funktion hier oben zu integrieren. Ich schreibe jetzt hier mal hin, daraus folgt Groß F von x. Wir haben also hier 2 stehen. Das heißt, ich schreibe dann hier schon mal hin, x hoch 2 plus 1 wäre x hoch 3. Und x und 2 plus 1 ist 3. Plus c. Ja. Das wäre dann im Prinzip schon die Stammfunktion, auf die das zurückgeht. Wie man jetzt mit Hilfe dieser Stammfunktion dann später hier diese Fläche berechnen kann, dazu kommen wir auch gleich. Wenn jetzt zum Beispiel hier anstatt einfach nur x Quadrat zum Beispiel stehen würde 5x hoch 3 als Beispiel. Da macht man das folgendermaßen. Man schreibt dann hier einfach die 5, setze ich einfach hier davor. Also ähnlich wie wir es hier gemacht haben. Ja, da wird einfach dann x plus c hier hingesetzt. Nur dass wir jetzt x hoch 3 hier stehen haben. Das heißt, wir setzen einfach diesen Teil hier setzen wir einfach davor. Beziehungsweise rechnen es natürlich vorher aus. Das heißt, wir haben jetzt hier x hoch 4 durch 4 plus c. Ja, das wär dann die Stammfunktion dieser Funktion hier. So, jetzt möchte ich von dieser Funktion hier, möchte ich jetzt allerdings dann später auch diese Fläche hier berechnen. Da geht man folgendermaßen vor. Man schreibt dann, einen Moment bitte, sehen, wie viel Zeit ich noch habe. Man schreibt dann das Integralzeichen, ich schreibe es hier hin. So, das ist bei mir natürlich nicht so sauber. Dann schreibe ich den Inhalt dieser Funktion, das wäre also hier einfach nur x Quadrat. Das schreibe ich dann hier in Klammern, also x Quadrat. Dann schreibe ich hier in dx, multipliziert mit dx, dieses dx brauchen wir an dieser Stelle erstmal noch nicht zu kümmern. Dann schreibe ich hier ist gleich. Und dann schreibe ich hier in eckige Klammern, schreibe ich dann die Stammfunktion. Was ich hier vergessen habe, hier an dieses Integralzeichen, setzt man noch die Unter- und Obergrenze hin. Hier die Untergrenze a und hier die Obergrenze b. Ja, setzt man hier noch hin. Hier die Stammfunktion, die haben wir hier oben ja schon gefunden. Hier oben x. Ich schreibe es hier gerade hin. X hoch 3 durch 3 plus c, eckige Klammern schließen. Hier schreiben wir dann auch nochmal Unter- und Obergrenze hin. Für diese Rechnung, ja, also wenn jetzt hier mit Hilfe der Stammfunktion die Fläche in diesem, ja, die Fläche unter dieser Kurve bestimmen möchten, dann wird speziell für diese Rechnung wird hier c, also die Integrationskonstante, das kann irgendein Zahlenwert sein. Für unsere Zwecke, für diese Berechnung, wird diese allerdings auf 0 gesetzt. Das heißt, in diesem Fall fällt das c hier weg. Ich kann das also an dieser Stelle wegmachen.
Ja. Als nächstes setzen wir dann in diese Stammfunktion, die wir jetzt gefunden haben, also nennen wir sie mal f von x, beziehungsweise, ja, nennen wir sie f von x. Und diese Stammfunktion, das wäre jetzt gleich, ich schreibe es hier nochmal hin, x hoch 3 durch 3, da setzen wir jetzt unsere Werte hier ein. Und zwar einmal die Obergrenze, das heißt, wir schreiben hier f von b, das b ist ja die Obergrenze, kann ich Ihnen hier auch nochmal zeigen, das hier ist die Obergrenze, das ist die Untergrenze, setzen wir als erstes die Obergrenze ein und dann ziehen wir daran f von a, also die Stammfunktion von der Untergrenze ziehen wir daran ab und das Ergebnis ist dann die Fläche. Ja? Also die Fläche dieses, die Fläche unter dieser Kurve in diesem Fall. Solche Flächen sind natürlich auch gerade speziell in der Physik sehr interessant, da man hier andere Größen, auf andere Größen schließen kann. Ich mache Ihnen hier mal ein kurzes Beispiel. Wir haben also hier wieder unser Koordinatensystem, ein einfaches. So. Hier hätten wir zum Beispiel die Geschwindigkeit und hier hätten wir zum Beispiel die Zeit. Das wäre also ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm. Machen wir ein Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wollen mit dem Auto irgendwo hinfahren. So. Jetzt wissen Sie ja aus der Praxis, Sie können natürlich zu Ihrem Ziel nicht mit konstanter Geschwindigkeit fahren, sondern Sie sind an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen gebunden. Das heißt, auf der einen Straße können Sie zum Beispiel nur 50 fahren, auf einer anderen Straße, beispielsweise der Autobahn, könnten Sie zum Beispiel 120 fahren. Ja? Das bedeutet, in diesem Fall würde ja hier die Geschwindigkeit, je nachdem, ja, würde sich dann hier irgendwie verändern. Ja? So, und jetzt ist es so, jetzt möchte ich zum Beispiel wissen, ja, wie weit bin ich jetzt in einem gewissen Zeitraum gefahren? Zum Beispiel könnte ich sagen, wie viel bin ich jetzt in diesem Bereich hier, ja, in diesem Bereich hier, von da bis da, ja, also von A nach B, wie weit bin ich in diesem Zeit, in diesem Zeitfenster, wie weit bin ich da gefahren? Die Lösung wäre dann, wenn ich jetzt hier rechne, vereinfacht gerechnet, die Geschwindigkeit mal die Zeit, das wäre dann Meter pro Sekunde mal die Sekunden. Ja, hier kürzen sich die Sekunden weg, das heißt, das Ergebnis ist Meter. Das bedeutet, der Flächeninhalt dieser Fläche wäre dann im Prinzip die Strecke S, die ich in diesem Zeitraum zurückgelegt habe. Ja, da sehen Sie also, warum gerade der Flächeninhalt unter einer Kurve, ja, einer bestimmten Funktion sehr interessant sein kann. Ja. Wie weitere Integrationsregeln, ja, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr einbringen, beziehungsweise auch das Ganze Ihnen mal an einem konkreten Beispiel hier zeigen. Das machen wir dann in einem nächsten Video. Dazu reicht mir hier jetzt leider die Zeit nicht mehr aus. Ich bedanke mich aber trotzdem an dieser Stelle fürs Zuschauen. Vielen Dank.